Okay, good afternoon. Guten Abend, Nachmittag. Yeah. Welcome back to the Bible school. Herzlich willkommen wieder in der Bibelschule. And let us have time of prayers. Lass uns eine Gebetszeit haben. And let's start this Bible section. Und lass uns diese Bibelunterricht anfangen. Father, we thank you so much for your wonderful day you have given to us. Vater, wir danken dir so sehr für diesen wundervollen Tag, den du uns gegeben hast. We praise your holy name, O Lord. Wir preisen deinen heiligen Namen. And we thank you so much for your peace and joy given unto us. Und wir danken dir für deinen Frieden und deine Freude, die du uns gegeben hast. Thank you for your faithfulness and your goodness. Danke für deine Treue und deine Güte. We love you, Lord Jesus. Wir lieben dich, Herr Jesus. We thank you. Und wir danken dir. In Jesus' name. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Okay, today we are moving to a different topic. Heute gehen wir weiter zu einem anderen Thema. So we have heard about business and wir haben über die Geschäftswelt gesprochen and the medias. Und Medien. So we are now going to talk about government. Heute wollen wir über den Staat sprechen. Government. Das den you Staat. Know, we find out that we had this thing that we've been talking about. Wir haben herausgefunden, dass wir ein System hatten. The system of this world. Das System dieser Welt. And we are now moving, we are picking up one by one. Und wir nehmen die einzeln dran. We start from the media. Wir fangen mit den Medien an. And we find out where we're supposed to put ourselves. Und dort into. Haben wir herausgefunden, wie wir uns, wo wir uns reintun sollten. Now I want us to talk a little bit about government. Aber jetzt möchte ich, dass wir uns das über den Staat sprechen. So, first of all, let me ask you a question about government. Lass mich euch eine Frage über den Staat so fragen. That we all will bring some ideas. So dass wir alle einige Ideen reinbringen können. When you hear the word government, wenn ihr das Wort, to your mind? Wenn ihr das Wort Staat hört, was kommt in eure Gedanken? Government. Staat. Government. We are now talking about government. Wir sprechen jetzt über den Staat. So when you hear the word government, what also comes to your mind? Wenn ihr das Wort Regierung yeah. hört, was kommt dann in eure Very Gedanken? Very good, I like that word. Yeah, me too. Uh-huh. Yes, Mercy? To rule, uh-huh. Zu regieren. Okay. Also Regierung, was kommt dann in eure Gedanken? Staat, Regierung. Gesetze und Ordnung. Okay. Politiker. Aha. I want more. I told you, I said, we are now moving from, we are picking the system one by one. Ich habe euch gesagt, wir nehmen die Dinge im System einzeln dran. We are talking today about the government. Wir sprechen heute über die Regierung. The government. Die Regierung. So, what is the government? Also, was ist die Regierung? David, when you hear the word government, what comes to your mind? Wenn du das Wort Regierung hörst, was kommt dann in deine Gedanken, David? Die Polizei? What? Polizei, Police. Okay, yeah. Okay, let me bring it out a little bit. Lass mich doch das ein bisschen erklären. Today we are not going to have it so much. Heute werden wir nicht so viel haben, I'm going sprechen. To give you very brief. Ich werde euch ein bisschen, ich euch das kurz geben. And then from next week going, we are going to continue about government. Und dann werden wir nächste Woche über die Regierung weiterhin sprechen. Because we need to know who supposed to be in the government. Denn wir sollten wissen, wer in der Regierung sein sollte. And what is government und at all? Was die Regierung überhaupt ist. So let us quickly read something in the book of Luke. Also lass uns einmal im Lukas Evangelium etwas lesen. Let's turn our Bible to the book of Luke chapter 16. Luke Kapitel 16. Vers 16. Vers 16. The law and the prophets were proclaimed until John. Since that time, the good news of the kingdom of God is being preached, and everyone is forcing their way into it. For some
months now I start reading this place. Einige Monate, also ich habe das hier für einige Monate lang gelesen. And I said to God, God, why you didn't reveal this to me a long time? Und habe Gott gefragt, warum hast du mir das nicht schon lange gezeigt? He said, you are not ready for it. Und er hat gesagt, du warst noch nicht bereit dafür. So, I think this will be one of the important topic. Und ich glaube, das preaching ist, I'm going to preach. Das ist eine der wichtigsten Themen, über die ich jemals gelehrt habe. One of the most important message. Die wichtigste Botschaft. That Jesus brought on earth. Die Jesus auf die Erde gebracht hat. All other messages. Alle anderen Botschaften. Could be good. Können gut sein. But one of this. Aber diese hier. I call it the important one. Die nenne ich die wichtigste. So I want you to pay very good attention also on what ich, is coming. Möchte ich, dass ihr wirklich aufmerksam darauf seid, was ich sage. Because this is what exactly God wants his children to be. Denn das ist das, was Gott möchte, wie seine Kinder sind. But you see, religion has teach us a lot and religion brought us to a certain level. Aber die Regierung hat uns viel gelehrt und hat uns an einen Punkt gebracht. And we have lost what God wants us to be. Wo wir das verloren haben, was Gott möchte, was wir sind. Religion has taught us so many things. Die Religion hat uns so viele Dinge gelehrt. Many a times we are even in it so long. Wo wir manchmal so lange dort drin sind. And even when we found out the truth, we don't know how to go out. Und wenn wir dann die Wahrheit kennenlernen, dann wissen wir nicht, wie wir aus diesem Punkt rauskommen können. And we feel like when we go out of it, we are going to offend others. Und dann haben wir das Gefühl, wenn wir dort rausgehen, dann würden wir anderen. And therefore we try to protect and defend that. Dann würden wir andere beleidigen und deswegen versuchen wir dieses, was wir haben, zu beschützen. But Jesus is saying here, aber Jesus sagt hier, from the time of Adam and Eve, in der Zeit von Adam und Eva, so Moses, bis Mose, up to Joshua, bis Joshua, that was the time, it was only the law, das war die Zeit, in der nur das Gesetz dort war. The law been preaching. Das Gesetz wurde they've been gepredigt. Keeping you, they've been telling you what to do. Und sie haben dir immer gesagt, was du tun and sollst. What not to do. Und was du nicht tun sollst. They've been preaching you the law, sie the haben law, dir immer und immer wieder das Gesetz gelehrt. And now he said, und jetzt sagt from er, the book of Joshua, von dem Buch Joshua up to Malachi, bis zu Malachi, it is only the prophets. Es sind es nur die Propheten. If you study the book of from Joshua to Malachi very well, wenn du das Buch von Joshua bis Malachi ganz genau studierst, you will find out that all of them da findest du heraus, dass die alle full of, thank you very much, full of to prophesy. Dass sie alle voller Prophetien sind. But when you read the book of Genesis, aber wenn du im ersten Mose liest, Genesis is the time of creation. Im ersten Mose ist die Zeit, wo Gott den Himmel und die Erde kreiert hat. Exodus. Im Exodus, he was giving us also 2. Mose, the law. Dann dort gibt er uns Leviticus das Gesetz. Im 3. Mose was giving us the law. Gibt er uns das Gesetz. Numbers. In den Nummern giving us the law. Gibt er uns das Gesetz. Deuteronomy. Im 5. Buch Mose was giving us the law. Gibt er uns das Gesetz. So we find out that these 5 books of Moses, also finden wir heraus, dass diese 5 Bücher Moses was all the law. Dass sie das Gesetz gewesen sind. I said here is Bible school. Und ich sage euch jetzt, hier ist eine Bibelschule. So let me have time to explain the books in the Bible. Also lasst mich euch die Bücher in der Bibel erklären. But when you come from Deuteronomy, wenn du vom 5. Buch Mose kommst, we find out that God is talking about somebody called Joshua. Finden wir heraus, dass Gott über jemanden spricht, der Joshua hieß. And Joshua came. Und Joshua ist gekommen. As a prophet. Wie als ein Prophet. So they start prophesying. Also haben sie angefangen zu prophezeien. So from Joshua. Also von Joshua an. In fact, when we're reading the Bible, wenn du die Bibel liest, you know, don't try to take it too like a big something. Versuch nicht, das als so eine große Sache zu sehen. It's your life. Es ist dein Leben. You see, the book of Joshua. Das Buch Joshuas. Is telling us. Sagt uns, that a leader, dass ein Leiter has gone, gegangen ist, and another leader is coming, und ein neuer Leiter gekommen ist, and that leader who is coming, und dieser Leiter, der kommt, is going to bring you across to the place that God has promised you. Der wird dich zu dem Ort bringen, den Gott dir versprochen hat. It's a prophecy. Es ist eine Prophezeiung. And all the prophecy from Joshua to Malachi. Und die ganzen Prophezeiungen von Joshua bis Malachi. Every one of them was directing towards Jesus. Die haben alle zu Jesus geführt. They are speaking about Jesus. Oder haben alle über Jesus gesprochen. So when Joshua
stand there, also wenn Joshua dort stand, he is using his life, dann hat er sein Leben genutzt als ein Beispiel for the one who is about to come. Für denjenigen, der kommen wird. And who is the one who is about to come? Und wer ist derjenige, der kommen wird? His name sein is Name Jesus. Ist Jesus. So you see, Joshua starts prophesying about Jesus. Also Joshua hat angefangen, über Jesus zu prophezeien. When you come to Judges, wenn du in die Richter kommst, Judges in das Buch der Richter, is somebody who found out that the people are not doing things right. Dann hat diese Person herausgefunden, dass die Leute nicht alles richtig gemacht haben. And to come and judge them. Und dass er dorthin gehen musste, um sie zu richten, them. Um sie zu korrigieren. And tell them that und um ihnen zu sagen, this is the way. Dass das der Weg ist. You remember what Jesus said? Erinnert ihr euch an das, was Jesus gesagt hat? I am the er hat way. Gesagt, ich bin der Weg. He is the judge. Er ist der Richter. He is the one who know the right. Er ist derjenige, der das Richtige so kennt. All the prophets, also alle Propheten, was directing towards Jesus. Haben zu Jesus gerichtet. When waren you zu come Jesus gerichtet. To, when you come to the book of Ruth, und wenn ihr in das Buch Ruth kommt, Ruth is something God said, I'm bringing my people. Bei Ruth war so, dass er gesagt hat, dass er seine Leute rausbringt aus Ägypten to Israel. Nach Israel. But a time is coming. Aber dass eine Zeit kommen wird, I'm going to bring the whole world together. In der er die ganze Welt zusammenbringen wird. So now, Ruth, it wasn't an Israelite. Und jetzt Ruth war keine Israelitin. But how to bring him her in, aber wie sie dort reinkommen sollte, she need to pick an agenda. Da musste sie jemanden anderes nehmen, somebody who is not an Israelite, jemand, der kein Israelit war, to bring her in, um diese Person dort dann reinzupacken, so that she will have that bloodline, damit sie die gleiche Blutlinie to connect hatte, with Israel. Um mit Israel sich zu verbinden. So now God is bringing the Gentiles, deswegen hat Gott and the Israelites die Israeliten together. Und die Nicht-Israeliten okay. zusammengebracht. Okay, let me make an example here. Let's say this world is two. Lass mich ein Beispiel sagen. Geben. Germany and Ghana. Lass uns sagen, diese Welt ist in zwei geteilt, einmal Deutschland und einmal Ghana. Okay. But God is making a way to bring Germany and Ghana together. Aber Gott macht einen Weg frei, um Deutschland und Ghana zusammenzubringen. So that they will have one bloodline. Damit sie eine Blutlinie haben. And how can they get one bloodline? Und wie können sie eine Blutlinie haben? That he will pick Alex from Ghana. Sie müssen Alex aus Ghana holen. And get Sandra from Germany. Und Sandra aus Deutschland holen. Get together. Zusammenkommen. Get married. Verheiraten. Children. Und Kinder bekommen. So down the children. Und jetzt die Kinder. They are both Ghanaians sind dann and aus Ghana und aus Deutschland. Aha. I think you are getting my point ich now. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Okay, so now God brought Ruth in. Also hat Gott Ruth reingebracht, so that he can be part damit of the Israelites. Sie Teil von den Israeliten sein so kann. That he will bring the world damit together. Sie die Welt zusammenbringen kann. What did Jesus say? Was hat Jesus gesagt? I came. Ich bin gekommen. So that everyone damit jeder will have life Leben and haben have kann it und das im Überfluss haben so kann. All the prophecy also alle Prophetien were directing towards Jesus. Waren zu Jesus gerichtet. Jesus said, I came to bring the whole world together. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um die ganze Welt zusammenzubringen. That is what exactly Ruth did. Das ist genau das, was Ruth getan hat. And then we will jump to the Samuel. Und dann springen wir zu Samuel. We found out that Samuel was a great prophet. Und sehen, dass er ein großartiger Prophet war. The Israel was asking for a king. Die Israeliten haben nach einem König gefragt. God said, und Gott hat gesagt, don't look for a king. Sucht nicht nach einem König. I am about to send you a king. Ich bin dabei, euch einen König zu suchen, and that zu bringen. King name is Jesus. Und dieser König, er heißt Jesus. Don't look for a king sucht now. Nicht jetzt nach einem I'm König. Going to send him to you. Ich werde ihn euch senden. But the Israelites said, no. Aber die Israeliten haben gesagt, nein. We want a king. Wir wollen einen König. Like other nations. So wie andere Nationen. God said, if you want a king, und Gott hat gesagt, wenn du einen König möchtest, I give you a king. Dann werde ich dir einen König geben. But that king aber dieser König is a temporary king. Wird ein, ist ein König mit Temperament. But no. It's a temporary. Ah, ein temporärer König. I'm going to give you a king. Ich werde dir einen König geben. A king who is not the one that I'm going to accept him there. Ein König, der nicht derjenige so ist wie die anderen. But this king. Aber der König is coming. Wird kommen. His name is Jesus. Sein Name ist Jesus. By the way, if you are forcing me, wenn du mich zwingst, if you're asking for wenn it, du danach fragst, I will give dann you werde a ich king. Dir einen König geben. But this king. Aber dieser König
is going to lead you into problems. Wird dich in Probleme leiten. This is where our problem starts. Das ist dort, wo unser Problem anfängt. This king is going to lead you into problems. Dieser König würde dich in Probleme leiten. And we found out the guest Saul. Und wir haben herausgefunden, dass sie dort einen Saulus bekommen haben. Big problem. Saul. Und das war ein großes Problem. Big problem. Großes Problem. And we jump to Second Kings. Und dann gehen wir in 2. Samuel. We found out what David did and he killed Goliath and everything. Und dann haben wir herausgefunden, was David getan hat, dass er Goliath getötet hat. Remember one thing. Erinnert euch an eines? Isaiah prophesied. Isaiah ja, prophesied. Isaiah hat prophezeit. That unto us a child is born. Dass ein Kind geboren sein wird. Ein Kind uns geboren sein wird. His name shall be called Wonderful. Sein Name wird Wundervoll sein. Counselor. Ratgeber. Everlasting Father. Ewiger Vater. Prince of Peace. Prinz des Friedens. Lord of Lords. Herr der Herren. And his kingdom. Und sein Königreich. Shall be reign. Soll regieren. On David's throne. Auf dem Thron Davids. Come on, I'm feeling like I'm preaching now. Ich predige gerade. But I'm teaching right here. Aber ich lehre euch gerade. His kingdom, he's going to rule. Sein Königreich wird regieren. On David's kingdom. Auf dem Königreich Davids. What is David kingdom? Was ist Davids Königreich? Listen to one time. Hört, erinnert euch an eine Zeit. David went to the camp of the Israelites. Der David zum Camp von den Israeliten gegangen. They were frightened, nervous. Sie hatten Angst und waren nervös. A giant. Über einen Riesen. Who wanted to kill them, destroy them. Der sie töten wollte und sie umbringen wollte. But then David said. Und hat David gesagt, who is that guy? Wer ist dieser Mann? I am going to destroy him. Ich werde ihn zerstören. But then they said, hey, don't try. Aber dann haben die gesagt, versuch es nicht mal. The guy is a giant. Dieser Mann ist ein Riese. And I believe David is saying, und ich glaube daran, dass David sagt, he's so big, er ist so groß, to miss. Er ist zu groß, um ihn zu verpassen. He's too big. Er ist zu groß. Whatever I will throw my arrow, I will touch him. Wo ich meinen Pfeil hinwerfe, würde ich ihn berühren, weil ich ihn nicht verpassen könnte. He is so good. Er ist so groß. He's so big. Er ist so groß. He's so great. Und er ist so groß. I know. Ich weiß. But my God. Aber mein Gott. Is greater. Ist noch größer. Oh, we can make a song about Jesus. Wir können ein Lied über Jesus machen. By saying he get the whole world. Indem wir sagen, er hat die ganze Welt in his hands. In seinen Händen. What kind of giant that Jesus cannot face? Für einen Riesen kann Jesus nicht bekämpfen. So you see, all the prophets. Alle Propheten. Were directing towards Jesus. Haben auf Jesus gerichtet. And then we move to 2 Samuel. Und dann gehen wir zu First Kings. In 1. König. We found out Kings also, First Kings also was the same. Und dann finden wir heraus, dass es im 1. König genauso war. And then Chronicles. Chronicles? Und dann in den Chroniken. You sure if you're saying? Okay. And the book of Esther. Und das Buch not Esther. Esra. Not Esther. Esra. Esra. No, he was is a judge. Sie war eine Richterin. Why? Warum? Because he found out that something was going on wrong. Weil sie herausgefunden hat, dass etwas falsch lief. I need to come and judge. Und dass sie es richten musste. Jesus said, I will judge you on Jesus my righteousness. Gesagt, ich werde euch auf meine Gerechtigkeit richten. He will bring righteousness. Er wird Gerechtigkeit bringen. On you. Auf dich. So that you will know. Damit du weißt. When you had my righteousness. Wenn du seine Gerechtigkeit hast. You will find out that what you are doing is wrong. Dass du herausfindest, dass das, was du tust, falsch ist. For you to change. Damit du dich verändern kannst. Nehemiah. In Nehemiah. We found out that Nehemiah went into a place and he found out that the wall of Jerusalem has been broken. Dort finden wir heraus, dass er in einen Ort gegangen ist und dass die Mauer Jerusalems gebrochen war. And then he said, no, I will rebuild it. Und hat er gesagt, nein, ich werde sie wieder aufbauen. What does that mean? Was bedeutet das? Something has been broken in your life. Etwas war ist in deinem Leben vielleicht zerbrochen. God is giving you hope. Und Gott gibt dir Hoffnung. And the hope is Jesus. Und die Hoffnung ist Jesus. Jesus came the time. Jesus ist gekommen in der Zeit. Everything has been destroyed. In der alles zerstört gewesen ist. There is no hope. Da war keine Hoffnung mehr. Jesus Aber Jesus appeared. Ist dann gekommen. And he said, I bring you hope. Und hat gesagt, ich werde euch Hoffnung bringen. There was no hope in Jerusalem anymore. Da war keine Hoffnung mehr in Jerusalem.
The wall has been broken. Die Mauer wurde zerstört. Everybody was confused. Jeder war verwirrt. And they don't know what to do. Und sie wussten nicht, was sie tun sollten. But Nehemiah said, aber Nehemiah hat gesagt, I will rebuild the wall. Ich werde die Mauer wieder aufbauen. So all the leaders und alle Leiter, that we've been talking of, über die wir gesprochen haben, we found out that they are bringing something. Wir finden heraus, dass sie etwas gebracht haben. Like Jesus. So wie Jesus. Okay, and now we move to the book of my favorite book, Esther. Und dann gehen wir in das mein Lieblingsbuch Esther. You see, some people will say, einige Leute würden sagen, yeah, how come? Wie kann es sein? Jesus is so wonderful. Jesus ist so wunderbar. That will break your religion. Dass er deine Religion brechen kann. By saying a lady cannot be a leader. Indem es die Religion sagt, dass eine Frau kein Leiter sein kann. Esther was a queen. Esther war eine Königin. Jesus is saying. Jesus sagt. Yes, I can be a king. Ja, ich kann ein König sein. And I can be a queen. Und ich kann eine Königin sein. Yes, you can be a queen. Ja, du kannst eine Königin Somebody sein. Can be a king. Jemand anderes kann ein König sein. That is Jesus. Das ist Jesus. So the book of Esther was directed also towards Jesus. Buch Esther richtet sich auch nach Jesus. That what you think somebody is thinking you cannot do. So wie du denkst, dass andere Leute nicht tun können. You can do. Kannst du tun. You can be a leader. Du kannst ein Leiter sein. You can be a queen. Du kannst eine Königin sein. You can be a king. Du kannst ein König sein. No matter where. Egal what. Was. Doesn't matter where you coming from. Es ist egal, wo du herkommst. It doesn't matter who you es are. Es ist egal, wer du bist. How tall you wie are. Wie groß du bist. How big you wie are. Wie groß du bist. How beautiful, how wie handsome schön, you are. Wie schön du bist. He can make you a queen or a king. Er kann dich eine Königin oder einen König machen. Oh, I can continue like that. Ich kann immer weitermachen damit. You can mention the book of Job. Du kannst über Hiob sprechen. Job is a place. It's telling you. In Hiob war ein Ort. Er hat dir dort gesagt. Whatever problem that you go through. Dass egal was für ein Problem du durchmachst. God. Gott. Will restore you. Wird dich erneuern. No matter what any kind of problem that you go through. Egal was für ein Problem du durchmachst. God. Will restore you. Gott wird dich erneuern. And that is what Jesus came und das ist das, wofür Jesus gekommen ist. He said, yes, I know the world has been destroyed. Er hat gesagt, ja, ich weiß, die Welt ist zerstört yes, gewesen. I understand. Ja, ich verstehe das. But I'm here aber ich bin hier, to bring you back um euch zurückzubringen, to what you lost. Um das zu dem, was ihr verloren habt. Job gave us hope. Hiob hat uns Hoffnung gegeben. And Job strengthened our faith. Und er hat unseren Glauben gestärkt. I found out something interesting. Ich habe etwas Interessantes herausgefunden. About the book of Psalms. Über das Buch der Psalme. The one who wrote Psalms. Derjenige, der die Psalmen geschrieben hat, is David. War David. He's a king. Er ist ein König gewesen. And this same David. Und dieser gleiche David. A king. Der König. Developed himself so much. Hat sich so entwickelt. By writing. So much songs. Indem er so viele Lieder geschrieben hat. Today I don't see those kings. Heute sehe ich diese Königin nicht. I don't see those chancellors. I don't ich see sehe those diese Präsidenten nicht. Writing song about the king of kings. Die Lieder über den König der Könige schreiben. But this is David. Aber hier war David, his student said, der dort gestanden hat und gesagt I know hat, one thing. Ich weiß eines. My Redeemer mein Erlöser come from above. Kommt von he is the Lord. Er ist der Herr. He is the King. Er ist der König. He started writing songs und hat angefangen, about Lieder Jesus. Über Jesus zu schreiben. He is my righteous. Er ist meine Gerechtigkeit. He is my refuge. Er ist mein Zufluchtsort. He is my shepherd. Er ist mein Hirte. He started writing songs about Jesus. Er hat angefangen, Lieder über Jesus zu schreiben. That is government. Das war die Regierung. That is a president. Das war that is a der king. Präsident, der König. And he is doing this. Und er tut das. He's been writing songs. Er hat Lieder geschrieben about Jesus. Über Jesus. That is David. Das war David. Our king. Unser König. So no wonder. Und dann ist es kein Wunder, that Isaiah said, dass Jesaja gesagt hat, Isaiah. Habe ich doch gesagt. Jesaja. Isaiah. No wonder Isaiah said. Es ist egal, ob
Jesaja gesagt hat, he will reign on David's throne. Dass er auf dem Thron Davids regieren wird. This is what Jesus, das ist das, was Jesus came for. Dafür ist er gekommen. Now, when we find out, und wenn wir jetzt herausfinden, when we go down, we will see Proverbs, the king, and wenn wir weiter runtergehen, dann sehen wir die talking about Sprüche, wisdom, die über die Weisheit sprechen. The wisdom die Weisheit, that God is about to give to his children. Die Weisheit, die Gott seinen Kindern gibt. And then we find out this book of Ecclesiastes. Dann sehen wir den Prediger. Mm-hmm. Ecclesiastes was very interesting. Das war sehr interessant. And then we found out songs of Solomon. Und dann die Lieder Salomos. And this is where it ends. Und dort hört es auf. About the kingdom. Über das Königreich. And my point is, und mein Punkt ist, I will end here today. Dass ich heute hier aufhören werde. I think I will continue this. Ich werde das nächstes Mal weitermachen. Next week. And we will know all the books. Und dann werden wir alle Bücher sehen. You see, Ecclesiastes, it was Prediger a place, war ein Ort, where Solomon, wo Salomo was really talking about who God is. Wirklich darüber gesprochen hat, wer Gott ist. But you know what? Aber wisst ihr was? After Solomon, nachdem Salomon, the kingdom stopped. Hat das Königreich aufgehört. And now he became a prophet. Und dann wo sind es Propheten geworden? And the prophetic ministry starts. Und das Prophetische hat angefangen. People started prophesying. Und die Leute haben angefangen zu prophezeien. About the coming of the Messiah. Über das Kommen von Jesus. When you read the last book of Old Testament. Und wenn ihr das letzte Buch des Alten Testamentes lest. Malachi. In Malachi. By the word said, a king is coming. Dort heißt es, dass ein König kommen wird. Er wird the children's heart. Das Herz der Kinder. He's going to turn the fathers to the children. Er wird den and the children to their mothers. Er wird die Kinder zum Vater bringen und die Kinder zur Mütter. And that king. Und dieser König is Jesus. Ist Jesus. We had a king. Wir haben einen König. His name is Jesus. Sein Name ist Jesus. His name is the one. Sein Name ist der He's eine. Only one. Er ist der But einzige. When we depend on him, wenn wir auf ihn vertrauen. Our government system dann will change. Wird sich unsere Regierung verändern. I said, next week I will continue this very well. Ich habe gesagt, nächste Woche werde ich damit weitermachen. Today I just want to give you the guidelines. Heute wollte ich euch nur die Richtlinien geben. About government. Über die and Regierung. Next week und nächste Woche we will continue. Werden wir weitermachen. May God bless you so Gott much. Euch reichlich segnen. Amen. Amen. That is very short. Das war sehr kurz. But I promise you already. Aber ich habe euch versprochen, I will continue next dass ich nächste Woche weitermache. May God bless you. Möge Gott euch segnen. Amen. Amen.